Nina, schön bist du da, so kurz vor Weihnachten. Ja, merci bei uns im Palazzo, wo wir heute sind, im Rampenlicht. Im Rampenlicht gestanden bist du jetzt schon länger nicht mehr, oder? Im richtigen, richtigen Live-Rampenlicht, ja. Zu lange nicht mehr, mein Gott. Aber jetzt wenigstens. Aha, wenigstens schön da ein paar Skiwerfen. Höchstens vom Christbaum vielleicht noch so ein bisschen Licht. Ja, dort habe ich aber extra Lichterkette rundherum dieses Jahr. Hockst du darunter vielleicht, ja. Wir schauen ein bisschen dein Leben als Sängerin ein bisschen genauer an. Du bist ja eigentlich ursprünglich ausgebildete Sängerin, Jazzsängerin, wenn es mir sogar recht ist. Genau. Was hast du für Erinnerungen daran an diese Ausbildung? Am Anfang wollte ich wirklich sehr schnell, sehr lange aufhören, weil es war ein bisschen Overdose Jazz. Ich bin aus einem klassischen Musikerhaushalt und habe dann sehr schnell mich richtig Pop abgespalten, so mit Elfi im Keller, mit der Mariah Carey, mit meinem ersten Mikrofon, lauthals am Mitsingen, Abend für Abend. Und dann aber gewusst, alle Ausbildungen, die nicht klassisch sind in der Schweiz, sind einfach Jazz, weil es keine Pop-Akademie oder so etwas gegeben hat. Und darum habe ich mich für die Jazzschule entschieden. Und eben am Anfang war mir zu viel gespässige Harmonien und Impro. Aber nachher habe ich mich recht schnell daran gewöhnt. Habe aber dann eben gleich immer am liebsten Pop gesungen. Aber es war wirklich eine super Grundausbildung und für das Handwerk, also für die Stimme in meinem Fall, sehr eine gute Sache. Es war eine lustige Zeit gewesen. Bist du jetzt froh, hast du es wirklich durchgezogen und hast nicht aufgehört? Da du zuerst mal denkst, ich bin sehr froh. Nein, nein. Es hat sich gelohnt. Du hast gesagt, du kommst aus einem klassischen Musikerhaushalt. Genau. Was heisst das? Das heisst, dass meine Eltern, Mami und Papi, beide klassische Pianisten und Organisten waren. Und vom Morgen früh bis am Abend spät ist entweder Musik gelaufen, so irgendwelche Bach oder Präludien oder Mozart-Symphonien, oder sie haben selber geübt an unseren 7000 Tasteninstrumenten im Haus. Und ja, es war natürlich eine super Schule auch für mein Ohr gewesen, aber natürlich als rebellischer Teenie will man das nicht hören. Too much. Genau. Genau, dann will man es nicht. Und was haben Sie noch gesagt, du gesagt hast, du willst jetzt nicht klassische Musik an sich machen, sondern nur schon Jazz oder am liebsten auch nicht das, sondern lieber ein bisschen richtig Pop? Hey, cool, im Fall von Anfang an voll Support. Hätte ich nicht gedacht, also weißt du, so, oder würde man nicht denken, aber sie haben wirklich gefunden, hey, mach, was du fühlst, und wir sind da. Meine Mami hat mit mir Harmonielehre gebüffelt jeden Tag für die Aufnahmeprüfung an der Jazzschule, und es war wirklich sehr schön, den Support von daheim zu haben. Das war eine grosse Hilfe. Ist das bis jetzt immer noch so? Ja, also mein Papa ist leider nicht mehr da, der ist vor 2 Jahren gestorben, aber meine Mami ist natürlich immer noch oft in der vordersten Reihe. Wenn man dann wieder kann, dann wieder hoffentlich. Hoffen wir es. Ja. Du sagst, du hast ganz viel mitnehmen können, stimmlich. Hat es so Sachen gegeben, du hast jetzt immer noch profitieren davon? Wenn im Studio, meinst du jetzt? Ja. Ja, es war sicher eine Erfahrung mit 19, so weit weg, 2,5 Stunden Kur Bern, wegzuziehen, allein müssen auf eigenen Beinen stehen, allein in einer WG, sich durchschlagen. Also nur schon, das war für mich eine Lebensschule gewesen. Und ja, einfach so wie herausfinden, was man eigentlich will im Leben. Jetzt auch musikalisch gesehen, oder? Rausgespüren, ist der Jazz etwas für mich? Oder eben züchtet es mich mehr in eine andere Richtung? Ich habe auch viele Musiksachen, Musikstile ausprobiert während dem Studium. Ich habe mit extrem guten Musikerinnen und Musikern können zusammenspielen immer. Ja, mit den Workshop-Bands, die man hatte. Und das war eine super Erfahrung natürlich, die ich nicht missen möchte. Und die Erfahrung, die gibst du auch ein bisschen weiter. Du unterrichtest ja auch andere Musiker, gibst auch Gesangsunterricht. Genau. Hast du auch ein paar Bekannte drin gehabt, gell? Ja, ich durfte mal 77 Bombay Street coachen. Das waren sicher so meine prominentesten Gäste. Das war sehr cool. Und auch sonst habe ich viele einfach, Schüler, die ich wirklich pushe. Ich mache eures eigenes Zeug, schreibe Songs, gehe ins Studio, tun eures Zeug rauslassen auf YouTube, auf Insta, dass ihr Rückmeldungen kriegt. Das liebe ich, so die jungen Leute zu pushen, zum aktiv zu sein und zum Zeug auszuprobieren. Was ist so der Tipp, den du am meisten mitgeben kannst, den du irgendwie früher oder später mal jedem geben musst, weil es so etwas ist, das allen so etwas fehlt? Zum Singen? Ja. Es ist eigentlich eine Übung, die ich wirklich rate, nebst dem, dass man authentisch sein muss und wirklich machen, was man fühlt. Aber jetzt technisch gesehen ist es eine Übung, und die geht so. Jeden Tag 3 Minuten lang das. Ganze Range auf und runter. Und ja, natürlich muss man es dann noch richtig machen, für das muss man natürlich ein paar Stunden nehmen. Aber wenn man das ein bisschen macht, das ist eigentlich schon sehr vieles in dieser Übung enthalten, die ich so probiere mitzugeben. Was trainiert denn das? Hey, das ist erstens gut für den Kehlkopf-Tiefstand, wenn man es richtig macht. Es ist super gut, dass man genug Spannung hat, von unten her, Bauch, Zwerchfell, Beckenboden aktiv, dass die Stimme entlastet ist. Ja, ich könnte noch 5 Stunden darüber erzählen, aber ich glaube, das interessiert jetzt nicht alle. Gibt es einen Tipp, den du dir vielleicht früher gewünscht hättest, wo du gemerkt hast, mit dem Tipp ist es nachher viel besser gegangen?
Ich glaube, der wichtigste Tipp kann einem gar nicht mehr geben, sondern den muss man wie selber für sich herausfinden, nämlich das, was ich vorhin angetönt habe, dass man weiss, wo man hin will, dass man weiss, wer man ist, dass man weiss, was man möchte aussagen mit der Musik. Und das sind alles so riesige Sachen vom Leben. Und ich merke, je länger, je mehr, je weiter man als Mensch kommt, desto weiter kommt man als Musikerin oder als Musiker. Und das muss jeder schlussendlich für sich herausfinden. Aber natürlich habe ich ganz viele gute Einflüsse gekriegt von verschiedensten Lehrern und verschiedensten Vorbildern, die ich mega ausgecheckt habe, die mich jetzt auch unter anderem hierher gebracht haben, wo ich bin. Mhm. Und du sagst, wo du jetzt bist, wir schauen ein bisschen zurück. Ein ganz grosser Punkt in deiner Karriere war sicher auch die Zusammenarbeit mit Herz. Mhm. So die Mami- und Hausfrau-Truppe, habe ich immer so gesagt, es waren so Mamis gewesen, oder? Ja, ja. Hast du das anders empfunden? Nein, es ist genau so, wie wir angepriesen worden sind in den Medien. Also so unser Bild ist so vermittelt worden und ich finde, das in so einer zum Glück emanzipierte Zeit wie heutzutage eine richtige Katastrophe. Wie hast denn du euch wahrgenommen? Nein, also weißt, wir waren schon das, sechs singende Mütter. Aber eben, es hat ja wie so geheißen, wir haben als erstes unter der Dusche gesungen und so. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Masterabschluss in Musik gehabt und irgendwie zwei Soloalben veröffentlicht mit allen eigenen Kompositionen. Und ich habe so gefunden, ich habe ein bisschen unter der Dusche gesungen, merci. Mhm. Aber hey, schlussendlich ist das einfach so gewesen, um die Leute halt ein bisschen abholen und um so ein bisschen ein erstes Image abgeben. Und die Zeit war super mit Herz. Also eine mega coole Erfahrung. Wir durften auch schöne Konzerte geben, viele ausverkaufte Shows, Swiss Music Award gewonnen, goldige Schallplatte gekriegt. Also wirklich Sachen, die du nur davon kannst träumen als Musiker. Und das war sehr cool gewesen. Gibt es so also einen Moment, der besonders in Erinnerung geblieben ist? Also wirklich der Moment, wo der Typ, der Moderator beim Swiss Music Award vorne steht mit seinem Couvert und wir sind alle so dort gehöckelt und wir hatten auch krasse Konkurrenz, ich glaube irgendwie der Stereolux und der Crimer. Und der Moment, wo ich wirklich überlegt habe, shit, was jetzt, wenn wir wirklich gewinnen, was sagen wir denn? Weil ich bin immer so ein bisschen die, die musste reden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe mir gar nicht überlegt, was ich sage. Und dann, wo er wirklich gesagt hat, ist das wirklich so? Das sagen ja alle. Es ist wirklich so. Ich habe mir dann noch schnell auf der Notizen schnell aufgeschrieben, wenigstens wem, dass ich möchte Danke sagen. Weil ich habe wirklich einfach so gedacht, Crimer gewöhnt, habe ich ehrlich gedacht. Und dann habe ich wirklich das noch schnell getippt und so. Und dann, wo es wirklich geheißen hat, hey Herz, dann... Ich glaube, wirklich so drei Sekunden vorher habe ich es gleich irgendwie gefühlt, mal, wir können es schaffen. Mhm. Und das war wirklich so der Moment, der bis jetzt, glaube ich, unübertroffen bleibt so in Sachen Musik. In dem Fall nicht der Moment, wo du nachher auf der Bühne gestanden bist und das Ding hast du in die Hand nehmen. Ja, also das war natürlich auch riesig gewesen. Aber wirklich so der Wow-Effekt von dem Namen, den du hörst, so, oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ja, das war sehr cool gewesen. Jetzt momentan passierender mit Herz. Die sechs Frauen machen Pause quasi. Ist es schon ganz abgesagt oder kommt vielleicht irgendwann wieder etwas? Nein, also wir haben das schon quasi jetzt das beendet, jetzt, was quasi am schönsten war. Haben wir gefunden, hey, es ist jetzt gut gewesen und jetzt macht die oder ein paar machen jetzt selber weiter. Und wie ist der Kontakt untereinander? Haben Sie den noch oder hat sich das ein bisschen so... Jetzt im Moment sind wir gerade alle recht busy, aber es wird sicher mal wieder eine Zusammenkunft geben. So. Irgendeine Party irgendwo. Eben Hausfrauen, so können wir auch Party machen. Ja, irgendeine Töpperwehr-Party. Ja. Rezept austauschen. Zum Beispiel. Und apropos busy, du bist auch sehr busy, immer noch, bist schon busy gewesen. Ich glaube, vor ein paar Wochen ist deine Single rausgekommen, die neue, der Moment. Genau. Also ein bisschen weihnachtlich, wenn es so anhört, gell? Ja, voll. Also ich habe es wirklich auch so gefühlt, hey, das muss einfach die Weihnachts-Single geben, weil eben es ist ein Song mit grossen Emotionen, grossen Melodien, mit einem ganzen Symphonieorchester drauf, wo übrigens der Produzent von der Kelly Family mir drauf produziert hat. Und ich war früher ein riesiger Kelly Family Fan, darum darf ich das jetzt so erwähnen an dieser Stelle. Und ich stand dazu. Ja. Mittlerweile kann man dazu stehen, ja. Ja, gell. Nein, früher hat das, glaube ich, nicht allen gesagt. Genau, und ich habe auch Freude, weil ich an diesen Song so lange in mir trage und immer gewusst, ich möchte ihn mal fertig machen. Und ja, jetzt ist es auch schön für mich, zu wissen, er ist draus und es ist alles da. Vielleicht kannst du für die, die noch nicht gehört haben, sagen, um was geht es? Hey, es ist im Fall einfach ein Love-Song und es geht wirklich darum, wenn du in einer Zweierbeziehung an den Punkt kommst, wo du merkst, hey, mal, es ist jetzt für immer und es ist egal, was die anderen sagen, wir gehen den Weg jetzt zusammen und ach, wie schön. Ist es bei dir auch so, dass du zu dem Punkt gekommen bist und fandest, okay, er ist richtig? Ja. Und das ist bis heute irgendwie so geblieben? Ja, mit Auf und Abs, aber ja. Wie alle. Also weißt, es ist logisch, aber wir haben zwei Kinder zusammen und es ist auch schön, wenn man jeden Tag weiter zusammenwachsen kann. Und nein, also es ist absolut klar.
Und wenn wir bei der Weihnachtszeit bleiben, eben so ein Love-Song auf die Weihnachtszeit her, ist natürlich immer schön. Oder ich glaube, die Stimmung an Weihnachten ist sowieso immer speziell. Wie bist du mit Weihnachten verbunden? Bist du eher so wie der Muffel oder so wie es aussieht? Nein, ich bin ein grosser Weihnachtsfan. Also in dem Fall jetzt schon alles daheim dekoriert auf Weihnachten? Alles schon parat, alles schon ready. Nein, ich habe es auch gerne. Und natürlich, wenn man selber Kinder hat, so wie ich, dann ist es noch mal on top, weil die Emotionen durch die kleinen Menschen noch verstärkt werden und die natürlich noch mehr Freude haben und so. Kumuliert sich das gegenüber. Und ja. Nein, ich finde es etwas Unschönes. Vor allem, eben, es heisst immer zusammenkommen, es heisst immer sich Zeit nehmen und sich etwas überlegen füreinander. Und das finde ich alles unschöne Sachen. Und ja, und auch jetzt darauf schauen, warum feiert man Weihnachten und wie kann man das auf heute übersetzen. Also, finde ich etwas sehr Schönes. Das heisst, man muss sich Zeit nehmen. Oder man nimmt sich Zeit für die Familie, für die Liebsten. Das sagt man immer so. Wie schwierig ist es für dich, um so Zeit zu nehmen? Die letzten paar Monate habe ich es mir wirklich bewusst so einteilen. Aber ich habe das einfach gut geschafft, weil ich einfach wirklich viele Nachtschichten gemacht habe, wenn die Kleinen geschlafen haben. Also, am Tag habe ich manchmal unterrichtet, dann schaut mein Mann, wenn ich Schüler habe, und den Rest bin ich mit den Kiddies gewesen. Und dann einfach in der Nacht habe ich geschafft, bis um 12:01. Und das ist so ein bisschen mein Rhythmus im Moment. Und ja, es geht eigentlich sehr, sehr gut, weil ich eben alles so gerne mache und weil ich weiss, dass es so ein Privileg ist, dass ich alles machen darf, habe ich durch das auch mega viel Energie. Und ja, das ist aber ein Geschenk. Die Planung, die braucht es schon, oder? Sonst bringst du das wie nicht alles unter einen Hut. Also, weißt du, das ist nicht einmal aktiv geplant, das hat sich einfach wie so eingependelt, dass ich einfach gemerkt habe, am 8. okay, jetzt pennen sie, jetzt ab die Post, an den Computer, ans Musikprogramm, ans Aufnehmen, ja, ans Organisieren. Es ist wie gar keine Frage gewesen. Aber ja, es braucht Biss, das schon. Ja. Und aber es ist auch schwierig, dass es auf Knopfdruck, Punkt 8, über 8 muss ich anfangen und muss voll drin sein schon, oder? Ja. Also die Situation zwingt einem natürlich, die Zeit viel effizienter zu nutzen. Und ja, aber irgendwie geht es. Es ist wie gar keine Frage. Ich habe jetzt vorher auch, als ich im Zug von Bern hierher gefahren bin, hätte ich auch 1000 Mails schreiben müssen. Und dann habe ich gemerkt, hey, nein, ich bin einfach plötzlich 2 Stunden lang am Songtext schreiben. Und dann habe ich auch gemerkt, eben, ich träge die Leidenschaft einfach in mir und es geht ja gar nicht anders. Mhm. Und dann ist der Fall ewig klar. Du hast vorhin mit der Gruppe zusammen auch Musik gemacht, mit Herz, man hat schon gesagt, jetzt allein wieder. Mhm. Wie ist es für dich so, der Unterschied? Es ist natürlich angenehmer, wenn man in der Gruppe ist, wenn man nicht so ausgestellt ist. Also das finde ich, ist nach wie vor etwas als Sängerin. Ich muss einfach vorne, zuvorderst vorne herstehen und so wirklich Hosen haben und da bin ich und bam und nehmen das, was ich gebe. Also das finde ich, ist nach wie vor eine Challenge, wo, wie gesagt, die Sex dann ein bisschen aufteilt ist und man kann sich ein bisschen abwechseln und so und ist auch immer wieder ein bisschen Background und nicht nur Front. Andererseits ist es aber natürlich einfach so schön, um seine eigene Musik zu machen und wirklich nur das machen, was man wirklich fühlt. Und darum bin ich jetzt sehr happy, dass es so ist, wie es ist. Aber dass du alles selber schreibst und alles selber machst, oder? Das ist wahrscheinlich auch noch zusätzlich. Ja, also, das ist natürlich mega cool. Ich habe einen super Produzenten, Ben Müllenthaler. Mit ihm zusammen habe ich auch viel geschafft. Einen Song habe ich auch mit dem wunderbaren Kurer-Produzent Sandro Dietrich gemacht. Der kommt dann im Frühling raus. Und zum Teil habe ich auch noch Texthilfe gehabt, so ein bisschen im Austausch mit dem Cimma und mit dem Sandro Gansner. Und das ist mega cool, so ein bisschen die Zusammenarbeit, aber das Allermeiste ist wirklich aus meiner Feder und ja, das freut mich natürlich auch sehr. Du hast es angesprochen, die Verbindung zu Graubünden musikalisch, die besteht im Fall gleich noch. Sandro Dietrich, Sandro Gansner und so weiter, das ist geblieben, wenn du in Bern wohnst. Ja, mega, mega. Also das verliere ich glaube, hoffentlich auch nicht, weil also eben, wenn ich jetzt Mundart singe, auf Bündnerdeutsch singe, ich bin echt im Herz da immer zu Graubünden und ich finde es auch mega wichtig, dass die Bündner Musikszene da ein bisschen zusammenhält und dass man sich untereinander unterstützt und ja, so weiterkommt. Hast du das auch, als du angefangen hast mit der Musik, gespürt, die Unterstützung? Ja, immer schon. Also eben zum Beispiel gerade der Cimma hat mir immer schon geholfen mit Texten und hat mir immer so Rückmeldungen gegeben, Inputs gegeben. Und dann hatte ich noch die Band mit ihm und Sandro, Cimmalaya. Und also, es sind immer coole Projekte, die einem immer wieder irgendwie weitergebracht haben und die einem auch immer wieder mehr Selbstvertrauen und mehr Sicherheit geben, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige ist. Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch schon verraten, im Mai kommt dann die ganze Single, jetzt ist mal das ganze Album, jetzt ist mal Single rausgekommen. Genau. Das ganze Album, wie viele Songs sind drauf? Was geht es? Erzähl ein bisschen. Ja. Es werden 11 Songs drauf sein. Und in dem Album geht es wirklich so darum, eigentlich quasi um alles, was ich so erlebt habe in den letzten 2 Jahren. Wie gesagt, mein Vater ist gestorben vor 2 Jahren. Ich habe eine sehr intensive Zeit durchgemacht dann. Und
Ja, ich hatte auch, wirklich viele Tiefen und habe aber dann mich irgendwie wieder rausgemusert. Und eben, es ist jetzt nicht so ein, Psychohygiene-Album, es klingt jetzt ein bisschen so, überhaupt nicht. Aber ja, es zeigt einfach das Leben in seinen ganzen Facetten. Ein Song ist für meine Kids und nachher eben all die Love-Songs und auch wirklich einfach so grosse Emotionen, die ich eigentlich immer trage und wo glaub wert sind, um auf Songs zu kommen. Mhm. Hast du einen Favorit, der jetzt vielleicht schon am meisten los ist? Von mir? Ja. Hey, es ändert wirklich ein bisschen von Stimmung zu Stimmung. Aber jetzt, gerade vor Weihnachten, ist der Moment schon an oberster Stelle. Weil es einfach wirklich passt. Weihnachtsstimmung, Last Christmas, genau. Können wir auf die Seite schieben. Jetzt hören wir den Moment den für Moment. Die Weihnachten. Nein, Last Christmas ist also wirklich... Das muss dann also schon sein. Das darf man nicht wegschieben. Ich liebe es. Ich darf es am Anfang nicht sagen. Es ist ein bisschen Kelly Family. Man darf es am Anfang nicht sagen. Gell? Aber ich finde auch, zu dem darf man stehen. Man kann ja ein bisschen abwechseln. Einmal Last Christmas und nachher am Abend vor dem Kamin ist dann eher der Moment angesagt. Der Moment. Du hast deine Kinder auch angesprochen. Ein Song hast du für sie gemacht. Mhm. Welcher ist das gewesen? Der Song heißt «Irgendeine». Und ja, da geht es auch darum, was eine Mutter so ihren Kids mitgeht auf der Weg. Und ja, so ein bisschen ein Support für alles, was wird kommen oder kann kommen. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was man den Kindern mitgeben kann? Oder was du vielleicht auch mitgekriegt hast von deinen Eltern? Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich einfach so, dass man ihnen das Bewusstsein gibt, für eben, wer sie sind. Und dass man ihnen einfach das Gefühl gibt, dass immer jemand da ist für sie, wenn sie irgendein Problem haben. Dass man ja, dass sie wirklich so den Halt und das Fundament haben. So, ich finde den Spruch immer schön, so, man muss ihnen Wurzeln geben, dass sie nachher fliegen können. Also wirklich so, zuerst die Wurzeln, nachher die Flügel. So. Mhm. Genau. Momentan sind wir noch bei den Wurzeln, bevor ja. Die Kleinen dann können genau, ausfliegen können. Sexy und Reisen setzen gerade aktuell. Genau. Ja. Also in dem Fall haben wir noch ein paar Jahre, bis sie dann ausfliegen. Ich hoffe. Das nächste Mal reden wir dann wieder darüber, dann sieht es vielleicht dann schon anders. Ja, das nächste Mal hockt dann die Uma da. Vielleicht. Schon. Ist sie musikalisch? Hey, sie singt, ja. Sie ist eine wahnsinnige Sängerin. Also wirklich crazy. Sie spielt auch Giga. Echt? Ja, nein, es ist wirklich... Ja, wir werden noch viel von ihr hören. Ja. Bin ich überzeugt. Ja, nein, sie ist wirklich sehr musikalisch und ja, auch mit viel Freude. Sind wir gespannt, was denn da... Vielleicht machen wir noch Kelly Family, wenn wir eben, genau. Auf jeden Fall, danke vielmals, bist du da gewesen. Merci, dass du uns den Weihnachtssong gegeben für die nächsten Weihnachten. Sehr gerne. Und bis ein anderes Mal. Danke vielmals, merci. Graubünden Musik. Für Musik aus Graubünden.